Hallo und herzlich willkommen bei Swiss Lights. Heute geht es um ein neues Video und zwar um dieses Testfeld. Der eine oder andere sollte jetzt schon wissen, was speziell an diesem Testfeld ist. Fangen wir mal an. Hier ist die... Ich zeige euch das alles mit. Ich habe das Ganze auf ein Holzbrett geschraubt. Leider war dieses Holzbrett leicht zu dünn. Hier schaut eine Schraube raus. Ist nicht schlimm, deswegen habe ich jetzt hier diese Gumminoppen hingetan, damit sie nicht alles verkratzt, aber ja. Anschlussklemme, Vorschaltgerät ist noch nicht geerdet, ich weiß, mache ich noch in Zukunft. Phase geht halt hier ins Vorschaltgerät und in dieses Teil. Und das ist kein Zündgerät, obwohl es gleich aussieht, es ist ein Leistungsumschalter, und zwar damit ich hier umschalten kann zwischen den Wattzahlen. Und hier oben sehen wir das normale Tridonic Atco Zünd oder ja, Tridonic Atco Zündgerät. Hier. Und hier sehen wir ein Hellwar VG. Und wer den lieben Neonjung folgt oder den Adam, der sollte wissen, dass der eine Iridium hat und da ist genau das gleiche VG drin, auch für 100 Watt und 150 Watt. Und zwar hängt das damit an, dieses VG war in der Iridium drin oder in einer Iridium. Aber das war eine Iridium, da ist ein LKW reingefahren und dann das VG konnte man halt noch retten. So habe ich halt das VG bekommen, die Iridium selber war komplett kaputt, aber ja. Dann sehen wir hier halt Schalter, ein bisschen ein älteres Modell, aber das ist schon gut, eine 40 Fassung. Und zwar ist es so, dieser also man könnte einfach mit einem zweifassigen Schalter das umschließen hier. Zwischen diese Wattzahlen. Das wollte ich aber nicht. Und zwar aus dem Grund, das ist nicht so gesund für die Lampe, wenn man einfach nur einen Schalter hin tut. Und zwar diese Leistungsumschalter sind extra dafür konzipiert. Ja, und zwar ist es hier so, man könnte das mit Schalter lösen. Wollte das aber nicht, weil das nicht so gut ist für das Leuchtmittel. Und zwar so ein Leistungsumschalter ist für das gebaut, damit die Straßenlaterne zum Beispiel um 12 Uhr von 150 Watt auf 100 Watt rum dann betrieben wird. Das spart eine Menge Energie und ja, so kann man auch heutzutage noch relativ gut NAV benutzen in der Straßenbeleuchtung, ohne dass es uneffizient ist als eine LED. Wichtig ist, bei einer 150 Watt maximal, Drossel hier ist es ja 100 und 150 Watt, muss man die höhere Leistung als Leuchtmittel einbauen. Das bedeutet, wenn diese blöde Kamera fokussieren würde, dann wäre das schön. Man sieht es. In diesem Fall müsste man eine 150 Watt Natrium reindrehen. Bravo. Das ist eine Philips Masterson TPA Plus. 150 Watt. Vom lieben Mr. Swisslight. Das hier ist auch von lieben Mr. Swisslight. Das auch und das auch. Und den hatte ich zu Hause halt. Danke vielmals nochmals für das Zeugs. Wirklich sehr nett. Und so habe ich das jetzt so angeschlossen, wenn hier die Phase durchgeht, dann läuft das Leuchtmittel auf 150 Watt und so auf 100 Watt. Eigentlich sehr klug. Es ist eine relativ einfache Schaltung, doch beim ersten Mal anschließen habe ich mich so angestellt wie ein dreijähriges Baby, das noch nicht mal weiß, wie man eine Glühbirne ansteuert oder einschließt.
weiß, ist relativ dumm von mir, aber ja gut. Der dumme Sessio. So, 3, 2, 1. Also sie hat gezündet. Typisch Philips wird sie jetzt schon orange. Was hat gerappt und schön. So, ist jetzt alles orange. Jetzt nehmen wir das Hellwaff VG. Ja, das funktioniert schön und gut und jetzt konnte ich das schon mal umstellen. Das VG wird leiser. So wird es lauter. Und zwar sieht man den Unterschied jetzt am besten, wenn ich an die Wand zeige und so. Jetzt, schaut mal, 150 Watt ist das jetzt, 100 Watt, 150 Watt, 100 Watt. Hoffe man sieht es ja auch am 50 Hertz flackern, so flackert es wenig, so fest. Also 150 Watt jetzt, 100 Watt. Das ist eine ganz komplexe Schaltung eigentlich und sehr schlau. Und, in den Schweizer Straßenlaternen sieht man sehr viel diese Leistungsumschalter. Ja, gut. Das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Liebe Grüße gehen direkt mal raus an den Mr. Swisslight. Danke vielmals nochmals für das Zeugs. Ich weiß, jetzt schon etwa das 500.000. Mal, wo ich Danke sage, aber es ist halt wirklich nicht selbstverständlich. Gut, ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Machen wir mal sie aus. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!